Willkommen zurück bei Let's Play Caspern. Unser guter Freund Vincent hatte leider aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil er ein bisschen besoffen ist und sich doch leicht bezirzen lässt, mit der guten Caspern eine Affäre gehabt und damit seine Freundin Catherine betrogen. Und ja. Jetzt haben wir ein kleines Problem, da Catherine ihn ja heiraten will. Und er eh schon ein bisschen unter Druck steht und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. This is a mistake. A mistake. It's gotta be a mistake. You know what? It just hit me. You know how they say every guy has three hot streaks with the ladies in his life? This is your third. Hot streaks? When the hell were the other two? When we were kids, you're the most popular with the girls. I don't remember that. The second time you were in the zone was when you started dating Catherine. Although, that's over if she finds out about this. Crap, man. She's probably gonna kill me. That's what you're all scared about. As long as she doesn't find out, you're safe, right? Just act like it never happened. I'm not like you. I can't just ignore this. Well then, why not switch it up? That way you won't hear any more marriage talk, right? All that stuff about soulmates and eternal love is bullshit. Married life sucks, man. You really want to go through the same shit I have? I'm not like you. I don't want to sleep around. I just want life to stay the same. What am I gonna do? I didn't mean for any of this to happen. If you're gonna whine, you shouldn't have done it, dumbass. Well, no shit. I wish I could just live all carefree like you. Don't you realize there's nothing you can do, you schmuck? No matter how good you are to a woman, you never know if she'll stab you in the back. Well, if you're gonna ditch the new girl, hook me up. She's cute, right? You got a picture of her? Nice. No, I don't have her pic. She's not your type, anyway. Come on, how do you know that? Because she's my type. Oh. I'm so fucked. Hey, have you heard the rumor about the dream where you're falling? Huh? Who cares? Come on, if you fall and die in the dream, you'll die in real life. My friend's boyfriend almost died. Isn't that scary? Huh? How do you know? Were you able to see his dream? Hey, you all right, man? You don't look so hot. I guess I didn't really get much sleep last night. Obviously. Anyway, you're way too freaked out over a one-night stand. Hey, you paying attention? Listen, man. I never saw the girl. Oh, really? I figured one of you guys told her to sit with me. If this girl was cute, he'd definitely remember. You know, I gotta say, because of you jerks, I never get a chance to date anyone. If I was a ladies' man, I wouldn't be here every night with you guys. Anyway, you dig the older chicks, don't you? Yeah. I want a woman who's, you know, mature, stern, and has a nice pair of heels. Whoa, man. I'm like that creepy guy in horror movies who tries too hard to be noticed. Shut up! I'm not like that! What's wrong with, you know, having some adult fun with someone older than I am? So, did I hear someone call for me? Oh, hey, Erica! I've got a nice pair of stiletto heels I know how to use. Whoa, Erica. Okay, enough of that. So have you guys heard about the woman's wrath? They say it targets cheating men and kills them. Or not. Which is it? Wait, what? What exactly is this woman's wrath? Oh, you don't need to worry about it. You only care about your girl, Vincent. Oh, what are you talking about? This guy totally needs to know. Cheating is pathetic.
I agree with Toby. Pathetic. Who are you calling pathetic? Shut up and eat your peanuts. My eye! Huh? What? You're cheating. Weren't you talking about marriage? Why don't you say it louder? Seriously, stop yelling about cheating and shit. I think someone on Mars didn't quite hear you. Oh, that's low, Vincent. Lowest of the low. Don't call me that. Now you know. Just leave me alone. Well? Well, come on, tell me about this girl. Oh, God. Apparently, she's Destiny-level cute. Cut that shit out. Are you kidding? Finding your soulmate is awesome. I'm totally jealous. You jackasses better not mention this to anyone outside the bar. I am serious. Dude, we know the drill. Say, have you heard? It seems that Boss was a bit of a player back in the day and broke more than his share of hearts. You see how he's wearing those tacky sunglasses indoors? They say he's using those to hide his face. Yeah, right. Coming right up! You're in trouble, right? Maybe you should invest in some shades. Ha ha ha, shut up. I'm done fooling around. Epischer Ladescreen. Und ja, ich bin noch da, keine Angst. Doch ein bisschen blöd, diese ganzen langen Cutscenes. Will ich lieber nicht reinquatschen. Aber jetzt können wir mal ein bisschen in der Bar rumgurken, das ist schon mal ziemlich awesome. You can change the difficulty of the nightmare stages from the config screen. Das machen wir auf jeden Fall. Ne, Quatsch, machen wir nicht. Ich glaube, das passt schon von der Schwierigkeit her. So, wir können sprechen, wir können Handy prüfen, wir können saufen und wir können aufstehen. Und weil wir es können, erstmal einen Schluck. When you drink, you can raise your intoxication level up to 3 times. The fuck? How drunk Vincent gets corresponds to how fast he moves that night in his nightmare. Okay, alles klar. Wie sagt man schön? Don't drink and drive. Drink and run. Weil ich sagen muss, wenn er da viel surft, dann wackelt er ganz komisch rum. Das finde ich schon ziemlich witzig. Jetzt erstmal noch einen Schluck, weil ich's kann. Oh, shit. I've never cheated in my life before. Können wir mit unseren Kumpels quatschen. Johnny Depp, Orlando Bloom und Toby Maguire. Alle sind hier. Mal gucken erstmal, was noch im Handy drin ist. Es sind aber keine neuen Nachrichten dabei, es sind noch immer noch die alten. Das ist okay, so, aber ich kann noch speichern, also mache ich erstmal später. Wenn die Zeit reif ist und ich denke mal, ich stehe auf. Epische Laufanimation. Was für coole O-Beine. Da können wir auch mal ein bisschen rumgucken in der... im Stray Sheep oder wie das heißt. Komm schon. Stray Sheep. Jupp, Stray Sheep, da steht's. Da haben wir zwei Gäste, da haben wir... Mann mit... Brille. Da haben wir die sexy Erika. Und noch zwei ziemlich hübsche Ladies. Frau im mittleren Alter. Ich denke mal, ich quatsch mal mit den beiden. Weil ich's kann. Ach, der Arme. Was ist das? It said, a man climbed that mountain 300 years ago and was given a fortune. It said, a man climbed that mountain 700 years ago and was given the world. A man who climbs the mountain now will be given his future to do it as he pleases. Is this a fairy tale or something? These are true stories. The story of Rapunzel is based on this true story. A prince who was able to climb a very tall tower gained his princess. Now, what will you gain? Huh? Will you become the man of legends?
Natürlich, keine Frage. Denk mal, ich gehe lieber mal, die macht mir doch ein bisschen zu sehr Angst. Doch leicht spooky. Also man kann mit allen möglichen Leuten reden, auch ein paar bei ihrem Problem helfen, soweit ich weiß. Da habe ich aber noch keine gesehen, aber ich kann mich mal hier mal hinsetzen und saufen. Weil ich's kann. I know this is sudden, but here's some trivia for you, as you seem to have finished your class. The name Rum and Cola is actually a nickname. Do you know the real name of this drink? It's called the Cuba Libre. The rum called for in this drink represents Cuba. This is a cocktail which mixed the national specialties of Cuba and the United States as a celebration of Cuba's independence. Schon eine geile Sache, wusste das auch gar nicht. Cuba Libre means free Cuba. Dann wüsste das auch. It tastes differently when you know the history. And that was the cocktail trivia for tonight. Und good night. Dann nehme ich schon gerade ehrlich so einen Nachrichtensprecher. So, was können wir denn bestellen? Whisky, Cocktail, Bier oder Sake? Natürlich Sake. Erstmal einen Schluck trinken, da lernen wir auch ein bisschen was über den guten Sake. Ach, wenn er wieder mehr ins Grübeln kommt. Okay, ich stehe mal auf. Ich zeige euch noch ein paar Sachen, die man hier machen kann. Da kann man einerseits aufs Klo gehen. Da kann man noch ein paar Musikstücke wählen. Tanzendes Schaf, episch. Trophies will earn you more songs. Try doing lots of challenging things to earn them. Und das sind diese Dings-Trophäen genannt, diese PlayStation-Trophy-Dingerlang. Und da können wir mal ein bisschen reinhören. Aber wenn ich nicht weiß, ob ich da bei allen die Musik abspielen darf von der GEMA aus, aber ich denke, die werden nichts dagegen haben. Ich spiele sie noch mal ein bisschen an. Der ist ziemlich cool. Wenn ihr die ganzen Songs hören wollt, wie gesagt, geht einfach auf YouTube, wo ihr wahrscheinlich eh schon seid, denke ich mir mal. Und ihr könnt einfach eingeben, Castburn, Original Soundtrack, und da könnt ihr dann die ganzen Songs rauf und runter hören. Was auch ziemlich cool ist, es gibt nicht nur Songs von diesem Spiel Castburn, sondern auch von anderen Games. Wie zum Beispiel hier Shin Megami Tensei Nocturne. Bin mal gespannt, ob wir noch später Songs haben von Persona 3 und 4. Weil ich glaube, die haben beide relativ ähnliche Soundtracks, denn die beiden Spiele sind doch ziemlich ähnlich. Soweit ich weiß. Also ich habe den Dreier gezockt, beziehungsweise zocke noch. Und von 4 habe ich den Anime gesehen, auch so ein paar... Ja, keine Let's Plays, das waren eher so... Was war das so? Auch keine Playthroughs, einfach so... angespielt Videos, irgendwie sowas war das. Gameplay Trailer. Da können wir auch noch was ziemlich geiles zocken. Go to the arcade machine to play a video game. Oh yeah. You can play up to 3 games a night. The rules are the same as the nightmare stages. However, there is no time limit, but you do have a limited number of moves. If you use up all your moves, you will get a game over. So take your time in solving the puzzle. If you can't beat the nightmare stage, you might be able to find new skills here. Das ist schon ziemlich praktisch, denn das Ganze ist eher so ein Übungsmodus für diese wirklichen Albtraum-Level. Und da kann uns zumindest nichts passieren. Ist schon mal ziemlich praktisch. This game is surprisingly deep too. Let's do this. Oh yeah. Ich würde mal sagen, da das Video schon bald zu Ende ist, beziehungsweise dieser Part, höre ich mal auf zum Zocken. Und auch im Real Life auf den Zocken. Aber zuerst nochmal kräftig scheißen. Sorry, aufs Klo gehen meine ich natürlich. Erstmal das Gesicht waschen, das wird noch ein bisschen dreckig und leicht verschwitzt. What? What did you see? Tonight you'll visit the torture chamber.
Don't forget your boxers. Huh? Gott, wer ist das? Ja, ich denke mal eher, das will ich lieber nicht wissen. Ich gehe mal aufs Töpfchen in die Kabine, wo man sein Handy prüfen kann. Kann man draußen zwar auch, aber hier ist es ziemlich praktisch. Kann mich am besten vor meinen Gedanken verstecken und ich speichere mal ab. Denn wie gesagt, dieser Part ist schon so gut wie zu Ende. Ich speichere mal, wo speichere ich am besten? Ich speichere mal. Den kann ich eigentlich überschreiben, den. In 3 Stunden hier. Okay. Gut, wir haben gespeichert. Und damit sage ich danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Catherine. Wo wir. Ja, ich weiß nicht, was wir da machen. Wahrscheinlich noch ein bisschen Bier saufen, ein bisschen mit den Leuten quatschen. Und wer weiß, was noch alles passiert. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Catherine. Ciao.